Na, Freunde, wie sieht's aus? Ein bisschen Bock auf eine Sauna, eine Biosauna oder was auch immer? Ich denke ja, aber natürlich mit einer Dame. Jetzt haben sie gerade übersprungen, wie das ganze, wie der Ding ist, wa? Die Logik dahinter, wegen dem Barometer und so, also ja. Doch, kann man so sagen. Mit dem Grün und Rot. Also kann man sich vorstellen, wie es grün ist gut und nachher ist es ziemlich scheiße, wa? Also auf Rot darf er nicht steigen. Oh, ich vertrage die Wärme nicht so gut. Ja, komm schon, noch ein bisschen. Das letzte Mal nachher verlassen wir die Sauna. Ich glaube, Edelgar werden auch im grünen Bereich, das passt dann. Und bei uns wird es kurz im roten Bereich sein. Und auch nicht. Ah, doch. Krass. Das so funktioniert. So, der Übungsplatz. Weil wir wollen noch gucken, ein Schwerkampfturnier und so. Das ist eine gute Frage. Spezialtraining. Hast du noch irgendwas für uns? Erfrisch plus 2. Oh, schön. Die Axt ist auch mal und den hier. Komm. Yes, man. Alois. Die werden kämpfen bis zum bitteren Ende. Das ist natürlich schön für sie. Bogenturnier für... Was steht da? Bogenturnier für Kenner oder Können? Ah, für Kenner. Ja, also bei Bogenturniere sollte vielleicht jemand antreten, der ein bisschen was drauf hat, wa? Ja, generell sowieso nur zwei gute... Ja, gut, Petra eigentlich auch noch, aber... Kann man sich scharf schützen, sie wird das schon rocken. Ja, komm, locker. Fritschoss! Gut, ist kein Problem, sie muss sich erst ein bisschen aufwärmen. Verstehe ich, Charme, ja gar kein Thema. Schnell ist sie und das ohne Meister bzw. Kriegerbogen. Zehn, da kann zweimal angreifen. Ja, komm, also auch den packen wir jetzt noch locker. Ich glaube, ob im Finale nachher Tod auf uns wartet. Ja, klar, ein bisschen zu spät getreten. Ach. Typisch Fire Emblem. Egal welches Spiel, egal welche Situation. Also, welches Fire Emblem Spiel halt. Es ist immer das gleiche. Kritten immer erst im zweiten Mal. Also, meistens. Oft, teilweise. Egal. So, da ist ein Scharfschütze, macht ein bisschen mehr Damage, hat keine Crit-Chance, weniger Trefferquote. Wir haben ein bisschen Crit, 100% Trefferquote, können sogar zweimal angreifen, gar kein Thema. Das hat da natürlich nochmal zu lange. Das war das Halbfinale. So, wer ist im Finale? Ein Assassine, der macht zwar Damage, aber ich habe noch einmal zum Heilen. Nach einem Crit-Chance. Ja gut, aber reicht trotzdem. Silberbogen plus. Dankeschön. Sehr gut. So, jetzt aber, wa? Hier. Wieder Schnellreise. Und zwar erst einmal holen wir hier. Wieso steht der plötzlich hier? Aus dem Osten? Das verkaufen. Ne, wir können etwas kaufen.
Ah, ist gar nicht der, der hat hier die anderen Dinger. Okay, gut, da geht's zwar auch. Das bitter mögen, wer mag schon bitter? Tja, mag es edel gar bitter? Ich weiß nicht. Wir werden es erfahren. Ich kann es kaum fassen. Was denn? Quest anzeigen. Könnte sogar sein, dass ich die vielleicht sogar schon habe. Doch nicht. Wenn ich Spezialtraining mache. Nee, ist das bereits um. Das wäre nicht so gut. Ja, wuff, wuff. Ja, hallo, wie geht's denn so? Ja. Ach, ich hab ihn vermisst. Alter, nicht viel von dem kaufen. Ja, aber auch überhaupt so viel. Ja, komm, machen wir 60. Arigato gozaimasu. Ah, Brettspiel, das funktioniert bei ja bestimmt. Ja, du mich auch, ja auch. Du. Okay. Tja. Gib dir mal eine Frucht. Du. Ja, Tiere füttern, warum nicht? Also, ich meine, ist eigentlich etwas ganz Normales. Eigentlich. So. Jo, gerne. Und so erstmal mit den seltensten Kühen anfangen. Ich hoffe, kannst du überhaupt noch. Ups. So ganz kurz die Farben nochmal in Erinnerung rufen. Ja, der Goldene wäre eigentlich schon gut gewesen. Ja, ist auch eine Weile her, Freunde. Das Silberne wäre noch ganz geil, wa? Ja, jetzt war es ein roter. So. Also Gold, Violett und Weiß nehme ich sofort, wa? Genau. Ups. Was ist für einer? Ein blauer. Nee. Weißer wäre jetzt echt geil. Was? Drei Versuchen bereits? Normalerweise gehen bis vier. Leicht seltsam. Ich fühle mich leicht verarscht. Naja, das waren bis vier, aber ganz ehrlich, nee, wegen Bauen. Nö. Wie du das gemacht hast, ich habe keinen Plan. Ich bin ein bisschen verzweifelt.
Yes, man. Gut. Bullenkopf, dankeschön. Und der letzte Köder dieser Art. Rot, nee. Blau, nee. Blau, nee. Blau, nee. Ködermarsch. Tja, muss ja die Schmeißfliege alles retten. Gold. Oder Gelb von mir aus. Müsste noch Platin-Variante geben. Also die weiße, sag ich jetzt mal. Goldener Fisch ist aber weniger wertvoll als der andere. Hm, der violette. Die Reihenfolge stimmt sogar, war ja blau, rot, gold, violett und dann Platin. Also, so ungefähr von Farben. Natürlich gibt es noch kleine und große. Und ich glaube, klein und groß gibt es nur bei den blauen. Jo! Das ist eine richtig entspannte Angelfolge. Die Folge hat es echt in sich, ey. Nö, ich will das nicht. Das Spiel mag mich nicht. So, komm schon. Gold, Violett, Platin, wo seid ihr? Oder weiß von mir aus, weiß. Ja, die seltenen Fische haben keinen Bock auf uns. Ich fühle mich leicht beleidigt. Jetzt plötzlich. Ein Goldfisch für 500. Jo. Reich wird man davon nicht, das stimmt. Aber hey. Ja, ich glaube, die richtig seltenen Fische kommen heute nicht, war aber wohl den falschen Tag ausgesucht. Ja, komm, dreimal mache ich es noch. Na, gehen wir weiter. Ja, ist ja natürlich auch kein Leuchtkreis hier. Ne? Dann ist dann natürlich ein bisschen doof gewählt. Der Ort, das Timing, auch wenn halt die Goldfische da sind, aber ey, ja, Goldfische. Das war anfangs sicher noch cool, jetzt mittlerweile. Yeah. So. Ja, ich sehe, dass er rot ist. Aber er hat keinen Bock drauf. Nee, auch nicht. Scheibenkleister. Scheiben, Scheiben, Scheibenkleister. Du, du. Daraus wird nichts mehr. So, komm. Dann haben wir da auch noch 30. Dann wird es eine relativ schöne Zahl werden. Blau, blau. Blau, blau wie der Enzian. Aber ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Nö, die Fische haben auch keinen Bock. Ja, gut, komm, dann. Scheiß drauf. So, haben wir sonst gerade noch etwas, was man auf den ersten Blick sieht? Nö. Ich war sonst schon fast überall. Ich habe noch einen Punkt, okay. Guck mal, war. Stützungsgespräch. Haben wir da gerade noch irgendwas Interessantes? Ja, sind auch die Rang B fertig. Raphael und Benedetta. Ja, gut, dann machen wir es ganz kurz. Mm-hmm.
ったさ。お、お、落ち着いてくれよ。なんなんですか、そうやって見張って。やっぱり何をしてでも私をひどい目に合わせようとしてるでしょう。はあ、世間の笑い者になった私は何もかもを失って、失って。なあ、ちゃんと話を聞いてくれよ。おで、この前の楽器が聞きたいだけなんだ。みんなの前じゃなくって、おでにだけ聞かせてくれりゃいいからよ。ラファエルさんにだけ？本当にラファエルさんにだけですか？ああ、だけどおめえ、すぐ逃げ出すから、なんて声かければいいかわかんなくて。だからって、柱の鍵から覗かれてたら怖いに決まってるでしょ。だっておめえ、どう近づいたって怖がるじゃねえかよ。結局また怖がらせちまったな。ごめんな、もう近づかねえよ。おめえの楽器また聴きたかったな。ラファエルさん。Jo, Beziehung für immer ruiniert. Warum? Weil die gar kein... Ach doch, Rang A haben die auch noch. Okay, okay, gut. Nichts gesagt. Ich hatte gerade halt kein Rang A und so. Hätte ja theoretisch sein können. Okay, ja, wir haben noch ein paar Gespräche. Gut, oder schlecht. Das ist natürlich Ansichtssache. Was wollte ich jetzt eigentlich noch tun? Ursprung relativ viel. Egal. Doch, stimmt. Wo ist sie denn? Sehr gut, natürlich da. Wo könnte es anders sein? Bei Reha zu Hause. Muss ich da mal ganz kurz nochmal gucken bei mir? Nee, da ist auch. Da ist noch irgendwie nichts von wegen Rang A. Das macht mir langsam ein bisschen Sorgen. Das kann sehr gut sein. Moment, der noch. Ah, hier. Sensei. Vielleicht? Okay. Von unserer Seite hat sie aber, glaube ich, nichts mehr. Also, ich weiß, da zwei oder drei Items, die wir haben, die kann ich eh nicht mehr abgeben. Weil sie für jemand anderes war. So. Der letzte Punkt, Freunde. Der heutigen Tagesordnung. Oh, welcher Tee war schon wieder der, den sie gerne hat? Nehmen wir doch mal ein Früchte mit Honig. Arigato. Wie kann sie eigentlich, wenn sie irgendwie die Haare so trägt mit diesem Schmuck auf der Seite, wie kann sie überhaupt noch hören, frage ich mich gerade. Naruhodo. え、私たちが出会った日のことを覚えている。あなたは私を盗賊から守ってくれたわね。 Ja, wobei Güteklasse war ein bisschen zu wenig, war.
Blumenfreunden gibt's Kraut? Nee, nee, lieber Blumenfreunden, Blumenfreunden, Blumenfreunden. Ist die Blumenfreundin? Ich weiß nicht, recht. Ja, komm. Geht so, wa? Klar, fahr mit der Grußansicht. Ah. Sehr gut, Freunde. Will man sagen, sind wir dann hier soweit fertig? Ich merke vor allem gerade, dass wieder mal. Das HDMI-Kabel mir ein bisschen verrückt spielt. So, natürlich selbst bestimmen, wie könnte es anders sein? Ja, weil es wieder ein bisschen im Hintergrund rauscht. Individualtraining, ja? Land zum Fliegen, ne? Das wissen wir ja. Ich meine, da ist natürlich schon B, klar, muss noch ein bisschen mehr sein. Da gehen wir doch erstmal hier auf die Lanze. Jo, jo, bei ihm ist es vor allem auch Lanze und Reiten. Das hat natürlich damit zu tun, dass er eigentlich nachher zum nächsten Ding werden soll. In den ersten Klassen so, wobei jetzt ist eigentlich schon auf der Dunkelmagier-Klasse, also finde ich persönlich auch schon sehr, sehr stark. Aber Dunkelbischof, ja, ist er mittlerweile nicht Dunkelmagier, sondern Dunkelbischof. Weil kann sich ja noch ein bisschen erhöhen, ne, die Lanze. Der gute alte Ferdi, ja, ihren Anschluss verlieren. Ich will bei ihnen noch ein bisschen trainieren, wenn sie sowieso schon so hoch sind. Die Schlacht beherrschen. Da musst du, glaube ich, auch Rang A, war. Okay. Bei dir sind es Lanz und Pferd. Wobei Lanz ist bei dir schon C. Pferd ist sogar noch höher. Noch irgendwie. Bogen ist auch schon gut, da muss ich auch nichts mehr machen. Sehr gut, sehr gut. Irgendeinen Moment, so schnell wird er noch nicht raus. Wieso machen wir jetzt mal nichts? Lusitär wäre vielleicht noch eine Option. Ich hätte gerne ihre Secret-Fähigkeit. Ja, knapp. Hätte klappen können. Ingrid, Falkenritter ist bei dir das Ziel. Da sind wir uns einig. Bei beiden sagen wir schon auf B+, ist also wie weit will sie denn noch gehen? Wetter einfach in den Wolken, ja. Da kann ich auch bei ihr noch ein bisschen gucken, aber da wird nicht mehr viel bringen. Felix, Felix, Felix. Schwert ist, glaube ich, gut, gut mit da. Das können wir so belassen. Bei dir muss halt noch die ein bisschen hoch, aber ich habe dir ein bisschen mehr gucken sollen wegen der Zufriedenheit, war so generell. Gut, fliegen sind wir da schon auf C+, schön. Ah, Peter ist schon die letzte, okay. Ja, wobei werden sowieso nicht mehr viel, war. Okay, passt. Ja, Freunde, wieder mal Zeit, die Folge zu beenden. Machen nächste Folge dann direkt hier weiter und mit ein bisschen Glück noch ein Gespräch mit Edelgard und dann wird wohl wieder gefightet. Da können wir schon mal sehr gespannt drauf sein. Und ich weiß auch schon, ob vielleicht nächsten Part dann, oder übernächsten Part oder einfach in der nächsten Folge wieder ein paar Leute die Ultima-Klasse trainieren können. Das wäre natürlich auch wieder mal geil, wa? Bis dahin, bye bye.